Theater Prestige. Wie sind Sie zu Prestige gekommen? Oh, das ist schon, ich glaube, 8 oder 9 Jahre her. Damals waren wir im Audi Quattro Team in Deutschland unterwegs und einer der Teammitglieder, Christian Ahlmann, hat mit Prestige-Sätteln geritten. Und in der Zeit ist ein Mitarbeiter aus Deutschland von Prestige zu mir gekommen und hat dann die Sättel vorgestellt und auch mir die Idee offeriert zu sagen, vielleicht können wir auch zusammenarbeiten. Ich habe zu der Zeit damals mit anderen Sätteln geritten und war erst so ein bisschen zurückhaltend, weil ich nicht unbedingt tauschen wollte. Wir haben uns dann damals verständigt, das erstmal ein bisschen zur Probe zu machen. Ich sollte mal einen Prestige-Sattel probieren, weil ich, wie gesagt, etwas konservativ war. Aber nach ein paar Wochen hat mir das sehr gut gefallen. Ich habe den Sattel, den ich damals probiert habe, auch ein paar Wochen auf dem Turnier gehabt, bei 2 Pferden probiert. Das ist ja ein bisschen immer ein sensibles Thema, weil nicht jeder Sattel auf jedes Pferd passt. Aber nach einigen Wochen war ich dann überzeugt und so bin ich damals zu Prestige gekommen. Ja, allora, iniziato tutto 8 o 9 anni fa, era nel team tedesco dell'Audi. Christian Almer le consigliò di cominciare con le selle Prestige e fu messo in contatto con il team Prestige. All'inizio era molto conservativo, quindi non sapeva come sarebbe andata, poi le ha provate e ha visto che andava tutto bene, per cui è arrivato alle nostre selle. Prestige è un'azienda di successo perché finora la nostra missione è stata quella di seguire i nostri clienti, di dare il prodotto che loro chiedono, di modificarlo in base alle loro richieste e poi di cercare di portare sempre delle novità fresche sul mercato. Prestige.